Hallo Leute, und hier bin ich wieder zurück bei Let's Play Technovage. Ich weiß, das ist lang her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, es ist mein Notfallprojekt und Notfall in diesem Sinne, ich habe wenig Zeit aufzunehmen, jetzt sobald wenn Studium beginnt und dann mit langen Aufnahmesessions für meine Gameshow-Projekte wird es eben nur am Wochenende was. Aber in der Woche kann ich ja immer noch Technovage schnell aufnehmen. Dreh deinen Kopf. Und ich habe kurz beim Aufnahmetest festgestellt. Da. Nutzlos, wir haben volle Leben, aber. Da. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir den beim letzten Mal zertrümmert. Naja, ich nehme das jetzt bei Windows 7 auf. Ich habe es geschafft, meinen Speicher zu übertragen. Und was haben wir überhaupt hier als Quests? Questlog. Löse das Schrottplatzrätsel. Verschaffe dir Zugang zu dem Haus deines Vaters. Repariere die kaputten Leitungen. Okay. Besorge den Schmied ein Bockenzantium. Brechstange, Zantium haben wir nicht. Aber wir waren immerhin da drinnen. Bei dem Laden. Und Frapsal. Was ist denn gerade mit dir? Naja. Hier war der Schmied, oder? Bei meiner Ingenieursehre, ist es denn einem hart arm... Entschuldigung, ich wollte nochmal... Schön, Junge. Da hast du deine Ölkanne wieder. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr, also... Nein, das ist Stadteingang. Hier war der Schmied, genau. Ganz unauffälliges Riesenschmied-Symbol. So, Amboss. Ich hab's noch nicht, oder? Ohne dieses Erz kann ich dir keinen Schlüssel schmieden. Nein, ich hab's noch nicht. Die Leute wollten in einer Mine suchen gehen. Zu unserem Glück bist du ja nicht im geringsten wie Syrandoran. Du scheinst ja sogar ein wenig Ahnung von Maschinen zu haben. Nicht schlecht für einen halben Dreamer. Danke. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Leute hier viel freundlicher sind als in der Dreamer Town. Muss ich ja nur meine Ansicht. Auch wenn du nur ein weiterer ungeschickter Dreamer bist, könntest du doch wenigstens versuchen, dich irgendwie nützlich zu machen. Ja, ich liebe die Sprachausgabe und... Ja, Grafikbugs ein bisschen, ne? Ich muss mich kurz mal wieder reinfinden, was jetzt... Ich finde immer noch, dass deine Ohren komisch aussehen, aber... Wenn du davon überzeugt bist, dass alles mit dir in Ordnung ist, dann stiehl mir auch nicht länger meine Zeit. Entschuldigung, dann kümmerst du dich mal um deine Verletzten. Der arme Baras hat von Tumpos Eintopf gegessen, bis plötzlich seine Verdauung rebelliert hat und er für Stunden auf der Toilette verschwinden musste. Geh mir bloß aus den Augen, du Suppenmeuchler! Wenn ich richtig auf dem Damm wäre, würde ich dich und diesen Tumpo quer durch die Stadt hetzen. Das grenzt ja an einen versuchten Giftmord und vergiss eines nicht. Keiner betritt den Schuppen. Tut mir leid, da war ich schon. Leer, leer. Boah. Leer. Ja, hier war ich schon und ich hätte mir von Magic Rubbish Videos das mal angucken sollen. Der Let's Play ist auch gerade zur Zeit und milde ausgerückt, erst in dem Spiel und so viel besser als ich. Ich habe ja keine Ahnung, wo ich hin muss, im Gegensatz zu ihm. Er kennt das Spiel. Naja, ich nicht so. Ich weiß noch nicht mal, wo ich mir hin muss. Wir haben immer noch kein Wasser, um die Brände zu löschen. Was auch immer den Pumpen. Ich frage mich, ob... Ich... In der Mine habe ich doch noch nicht alles gemacht, oder? Jetzt hätte ich ja das Erz und alles. Baras ist unbestechlich, es sei denn... Ja. Essen lässt er sich bestechen, ich weiß. Rumtok hat mir erzählt, dass du alleine es warst, der ihn gerettet hat. Ich danke dir, denn Rumtok ist mein bester Kamerad. Krieg ich dafür auch noch was? Nein? Schade. Naja, dann begeben wir uns mal eben wieder in die Mine.
Oh, und Besiegbarkeitsmodus. Komm, komm doch. Ja, ne? Rage Mode. Nein, 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 nein. So sehr bin ich nun auch nicht in Rage Mode, dass ihr da gleich mit 3 kommen müsst. Ich hätte definitiv mir nicht nur den einen letzten Part angucken sollen. Oder nicht nur kurzen, sondern den komplett, aber ich glaube ja, hier habe ich noch nicht alles gemacht. Kann gar nicht sein, dass ich das alles in einem Part gemacht habe. Nur den befreiten und ein Part beenden und bin dafür raus. Ja. Lass mich durch. So. Das sieht böse aus, da kann ich glaube ich nicht lang. So, tiefer Abgrund und so. Ja, das sieht definitiv so aus, als wenn ich hier noch nicht war, weil ich kann mich daran erinnern, wenn, als ich das erste Mal gespielt habe, waren wir hier ziemlich lange im Gange. Und beim zweiten Mal auch. Stirbst du wohl? Dummes Echsen-Ding. Ach, ein Echsen-Spawner. Na komm. Ja, komm gleich mit Feuerbällen an. Übertreib mal nicht. Sheesh. Ich hätte mich eventuell leveln sollen. Habe ich mich hier durchgesprengt gehabt? Boah, ich weiß das alles gar nicht mehr. Da war ich auf jeden Fall nicht, da ist für den letzten Spawnpoint, wenn ich gekillt werde, glaube ich, vielleicht. Da komme ich nirgends vorüber. Hm. Au. Okay, ich wollte gerade sagen, für irgendwas muss das ja da sein. Ups. Vielleicht ist das eben nur ein Safe Point hier für zwischendrin. Naja, wenigstens etwas. Geh ich mal weiter rein. Ach, die Musik. Alles böse und will dich töten, Musik. Naja, im Prinzip ist ja auch alles böse und will mich töten, also. Passt schon. Ah ja, ein Grund, wieso ich das vorher auch nicht aufnehmen konnte, war, weil ich keine Maus hatte. Also, nur eine Maus mit einer kaputten Maus hat und so will ich dann doch nicht aufnehmen. In dieser Etage war ja wenig los. Ah. Ah, okay, ich verstehe. Das war's. Jetzt kann ich die Ladestation für meine Zwecke nutzen. Ah, ich verstehe. I see. Brauche ich erstmal den Wagen. Ist da Dynamit. Will anders Dynamit. Ah, lass mich da rein. Mann, da komme ich nicht ran. Ah, ich weiß. Wahrscheinlich muss ich das Schutt nehmen, um dann den Wagen dahin und den vollen Wagenladung Schutt runter und dann kann ich auf den Schutt klettern und mit dem Schutt dann da hoch rüberspringen und dann ans Dynamit. Ja, ich bin kein kompletter Dösbaddel. Wieso sage ich Dösbaddel? Das ist ein komisches Wort und sieht mir fast ja so aus, als wenn ich hier was wegspringen könnte, aber wer weiß. Einfach mal meine Frameanzahl von 30 auf 60 gesprungen ist. Shiny, zu shiny, Slack deswegen. Wow, ich kann jumpen. Noch hier irgendwas. Immer merken an solchen Spielen, erkunden. Bevor ich dich aktiviere, will ich dann doch lieber hier mal gucken, ob irgendwas ist. Man weiß ja nie. Und wenn es auch nur Gegner sind, die Erfahrung bringen. Brauche ich später weniger Offscreen-Farm.
Und die haben mir definitiv sehr dumm gebuddelt. Ich könnte zwar das machen, was ich machen soll, aber ich mache einfach was anderes. Yay. Okay, hier geht's weiter runter, glaube ich. Dann will ich das doch noch nicht machen, weil... ich will erstmal das Dynamit haben. TNT. Schade, dass ich davon nur eine Stange habe. Mit so einem schönen Batzen könnte das eventuell einige spätere Endbosse leichter machen. Ja. Diese Wand sieht anders aus. Mit Dynamit werde ich hier wohl auch nicht weiterkommen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen, um sie... Diese Wand sieht anders aus. Du sollst doch nicht die Wand benutzen. So. Drehen. Und weiter. Habe ich ja in Final Fantasy Crystal Chronicles noch nicht genug gemacht. Hops. Timing, 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 Timing. Daneben. Soll ich mich noch davor stellen? Das ist die Ladestation für die Loren. Wenn ich einen Hebel oder so etwas ähnliches hätte, dann könnte ich... Gut. Nutze ich eben den hier. Okay, mehr passt da sowieso nicht rein. Und jetzt so. Und so. Nein! Ich will dich doch als Brücke fürs Dynamit benutzen. Boah! Klappt nicht. Ah, verstehe. Nein! Ich wollte nur die Kamera drehen, aber... dann spring ich gleich so rauf. Nicht in die Richtung. Haha. Success. Buja. Jetzt. Reite mich zum Sieg, mein edles Loren-Ding.